Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Future Weekly, dem Startup-Podcast. Heute mit mir Markus. Und weil Sonntag ist, weil Deep Dive-Tag ist, mit einem großartigen Gast. Und das ist heute die Valerie Hengel. Hallo Valerie. Hi, freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Und wir starten mit einem Blick auf LinkedIn, ganz traditionell. Und da steht Co-CEO at Female Founders, Entrepreneur, Forbes 30 unter 30, Former Forum Alpbach, Network Chair. Also erzähl einmal, was hat es damit auf sich? Genau, also ich bin jetzt eben Co-Geschäftsführerin von Female Founders seit Februar. Soll ich kurz eine Intro geben, zu was wir bei Female Founders machen? Bitte vielleicht? Darum, ja. Genau, bei Female Founders ist unsere Mission quasi den Gender Funding Gap zu überbrücken. Das heißt, es gibt ja nicht nur einen Gender Payment Gap, sondern auch einen Gender Funding Gap, dass quasi noch viel zu wenig Funding in weiblich geführte Startups oder weiblich geführte bzw. diverse Teams leider hinein investiert wird. Und dem widmen wir uns, indem wir einerseits unseren Grow F Accelerator haben. Das ist ein Investment Readiness Programm, das 6 Wochen dauert, das wir dreimal im Jahr hosten, wo wir 8 Startups aufnehmen, wo wir quasi die Investment Readiness machen. Der startet zum Beispiel jetzt, da ist jetzt die Application offen. Dann haben wir ein zweites Standbein, und zwar unsere große Konferenz Lead Today, Shape Tomorrow. Die war jetzt genau vor 2 Wochen in Wien im MAG mit über 600 Besuchern. Und da ist quasi das Ziel, dass wir quasi versuchen, die ganze europäische Startup-Szene, die ganze Tech-Szene nach Europa zu bringen und dann dort mit Investoren vernetzen, was gerade sehr wichtig ist für weibliche Gründerinnen, dass es auch wirklich diese Remote-In-Person-Events gibt, wo man sich in Kleingruppen vernetzen kann. Wir haben Workshops, wir haben Side-Events, wir haben verschiedenste Veranstaltungen, die wirklich darauf gerichtet sind, Meaningful Connections zu machen. Und dann drittens machen wir sehr viele Women-Leadership-Projekte, Diversity, Equity, Inclusion, Consulting, helfen Firmen in Richtung Diversität, wie baue ich das auf, was ist eine unconscious bias, wie develop ich mein Führungsteam und machen da sehr viel auf der EU-Ebene weltweit. Und dann haben wir natürlich auch einen Fonds, der auch in Startups investiert in der Pre-Seed-Phase, wo wir Lead-Investor sind, wo wir jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 7 Investments getätigt haben, die gerade in gender-diverse Teams fließen. Ja, ein breites Portfolio. Machen wir mal einen Schritt zurück, wenn du zurückdenkst an die, ich sage jetzt mal, 6-7-jährige Valerie. Hattest du damals schon, war das Thema Gleichberechtigung, Diversität, Chancengleichheit, war das etwas, was dich damals schon beschäftigt hat oder hat sich das erst später entwickelt? Ja, sehr wohl. Ich bin aufgewachsen, ich habe 2 ältere Brüder, die wirklich viel älter sind als ich, also sind 8 und 10 Jahre älter. Ich bin quasi die Nachzüglerin in der Familie und dadurch war natürlich als quasi Nesthäkchen und als einzige Tochter schon immer die Fairness und ein großes Thema bei uns in der Familie. Mich immer schon gegen meine Brüder sehr profilieren müssen, sehr viel ausdrücken müssen und habe da schon immer sehr früh die Unterschiede gesehen und immer, warum ich anders behandelt werde als meine Brüder, sowohl im Dorf als auch von der Familie. Und habe das dadurch schon immer ein sehr großes Fairness, also wirklich kann mich erinnern, dass ich als Kind sehr öfters sehr verzweifelt war, nicht nur, weil mir Unfaires passiert, sondern auch, wenn anderen Leuten in der Klasse etwas Unfaires passiert. Das hat wirklich schon immer, ich habe ein sehr starkes Fairness-Bezug oder ja, war mir schon immer sehr wichtig, dass Leute fair behandelt werden, gleiche Chancen haben, Gleichberechtigung. Und das war schon immer etwas, was mich auch schon als Kind, als Kleinkind tatsächlich schon sehr beschäftigt hat und sehr aufgeregt hat, warum die Welt manchmal unfair ist, zu manchen Leuten besonders und zu manchen nicht. So gesagt, in deinem Dorf, das heißt, du bist eher im ländlichen Raum aufgewachsen? Genau, also es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe tatsächlich die ersten 8 Jahre in Niederösterreich gewohnt, im Weinviertel, Grenze Waldviertel, Maisau bei Limberg, also in Limberg bei Maisau eigentlich, im Familienbetrieb, also ich komme aus einer Familienunternehmerfamilie und es ist aber mein Vater gestorben, als ich 4 Jahre alt war und insofern hat das dann zu einem gewissen Shift geführt, dass dann wie ich 8 Jahre war, also in der 3. Volksschule in der Nähe von Wien, nach Breitenfurt gezogen bin, zu ihrem neuen Partner und ich dann dort in die Schule gekommen bin, dann in Wien, wir dann aber nochmal umgezogen sind, wie ich dann so 10, 11 war, wie ich gerade ins Gymnasium gekommen bin und dann mit meiner Mutter in eine Wohnung gezogen bin, dann in Wien und dann weiter in die Schule in Wien gegangen bin und quasi so ein Pendelleben hatte, da waren meine Brüder haben gerade Matura gemacht, das heißt, die waren gerade schon fertig mit der Schule, das heißt, meine Mutter hat dann einen Schritt gemacht, dass wir eben zu zweit in eine Wohnung ziehen. Und bin dann eben so zwischen Niederösterreich und Wien hin und her gependelt.
Genau. Wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, auch mit den sich verändernden Umständen und neue Umgebungen, denkst du, das hat dich geprägt, auch in deiner Anpassungsfähigkeit heute in beruflichen Rollen? Voll, auf jeden Fall. Also das war schon spannend. Also es war so eine richtige Landschule. Ich meine, es ist noch immer Niederösterreich, es ist noch immer nicht ganz weit weg von Wien. Aber dann ich bin dann in Wien in eine Privatschule gegangen. Also das war, ich kann mich erinnern, mit 8 kompletter Kulturschock. Also ich war richtig ganz andere Werte, die einem mitgegeben werden. Also ich kann mich erinnern, ich bin das erste Mal in dieser Klasse gestanden, das war ein Probetag und war richtig so, was, es ging sofort viel mehr um Oberflächlichkeiten in der Privatschule natürlich. Das hatte ich schon mit 8 Jahren mitbekommen. Ich hatte immer die Sachen von meinen Brüdern an, etc. Und das wurde sofort von irgendeiner Klassenkameradin herausgefunden, dass ich etwas von H&M von der Boys-Abteilung getragen habe und nicht von der Girls-Abteilung. Also das war schon ein großer Kulturschock. Darum ging es natürlich bei uns im Land gar nicht. Und du hast auch gemeint, dass du grundsätzlich aus einer Unternehmerfamilie kommst. Wie hat sich das, hast du das irgendwie gespürt? Hat dich das in irgendeiner Form auch geprägt, hast du das Gefühl? Oder war das dadurch, dass ihr dann woanders hingezogen seid, eigentlich nicht mehr so relevant? Nein, das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Also es war immer so, dass wir um 12 Uhr gab es Mittagessen, da ist die ganze Familie, also das war eben, also wir haben quasi den ersten Stock gelebt, im Erdgeschoss war quasi der Common Room für alle. Mein Onkel ist direkt rangebaut, das heißt, er kann durch sein Haus durchgehen in unser Haus. Und im Büro, also im Keller war quasi das Büro der Firma. Das heißt, es ist dann zum Mittagessen sind alle hoch. Meine Oma war tätig in der Familie, meine Mutter, meine zwei Onkeln. Dann später eben auch meine Brüder und mein Bruder, der das jetzt führt. Und das heißt, es sind alle zum Mittagessen hoch. Ich bin von der Schule nach Hause und es ging nur um Business. Also es ging nie einmal darum, was ich in der Schule erlebt habe, sondern es ging immer nur um Geschäftsgespräche. Es waren auch sehr oft externe Geschäftspartner beim Mittagessen da, etc. Also es war ein sehr, ja, eher repräsentativer Ort, wo quasi auf Kinder nicht wirklich eingegangen worden sind, was natürlich mich so, schon sehr stark geprägt hat, weil ich eigentlich, bis ich 18 war, glaube ich, auf diesem Mittagstisch nicht wirklich etwas zu sagen hatte. Genau, also ich glaube, das geht nicht so spurlos an einem vorbei, aber es hat natürlich auch sehr mein Interesse für Business geweckt und ich habe immer schon sehr viel mit Finanzkennzahlen etc., mit gewissem Vokabular, das man einfach da hat, bin ich natürlich aufgewachsen, was natürlich auch dann ein gewisser Vorteil ist, weil ich natürlich dem Ganzen ein bisschen mehr, ja, intuitiv gegenüber positiver gestimmt bin und mich schneller auskenne, wenn es um Wirtschaftsberufe geht. Und dann, als die Schule sich dem Ende zugeneigt hat, mit all diesen Eindrücken, die du da auch bekommen hast, was war dann für dich der nächste Schritt? Wo wolltest du mal hin? Ja, ich wollte tatsächlich, ich hatte dann das irgendwie recht viele, glaube ich, Talente und ich war mir immer ein bisschen unsicher, weil ich so ein bisschen ein Allrounder war in der Schule auch, war nie ganz gut in etwas, war auch nie sehr schlecht und habe dann tatsächlich mit 15, glaube ich, so einen Berufstest gemacht und da kam raus, dass ich Projektmanagerin werden soll. Was ich sehr lustig finde, alle anderen hatten halt irgendwelche, meine ich, kreativen Berufe, Tierarzt, Arzt, Juristin und ich hatte irgendwie Projektmanagerin. Mir war schon recht früh klar, dass ich immer in einem Büro arbeiten will. Das war irgendwie, hatte ich auch schon sehr früh in meiner Kindheit bemerkt, dass alle anderen immer davon reden, wo sie überall arbeiten, kreative Orte und ich immer so, nein, ich arbeite in einem Büro. Und dann hat sich tatsächlich, ich war dann im Ausland und war auf jeden Fall klar, dass ich auf Englisch studieren will und dass es halt am meisten Sinn macht, dass ich international Betriebswirtschaft studiere und habe mich dann tatsächlich, war dann auf der WU, habe dann aber gemerkt, so 10.000 Leute im ersten Semester, IBWL, nichts auf Englisch. Es gab, glaube ich, das Studium damals noch nicht auf Englisch, bin ich mir ziemlich sicher. Es gab nur einzelne Kurse auf Englisch und ich wollte eben komplett auf Englisch studieren und habe mich dann eben in Holland und in Holland beworben, wollte mich auch in UK beworben, wurde dann aber gleich in Holland in Maastricht genommen und habe dann beschlossen, okay, ich gehe nach, habe mir dann die Stadt angeschaut und gehe nach Maastricht. Genau. Auch wieder ein spannender Schritt nach Holland. Das heißt, internationales Studium. Maastricht ist ja auch, glaube ich, dafür bekannt, dass es relativ hart und leistungsorientiert ist. Wie war dann das Studium dort? War das schon so die klassische Studium-Experience und irgendwie auch viel Spaß oder war das schon sehr driven auch dort? Es war schon sehr tough, weil also du wurdest in gewisser Art und Weise, es hat Vor- und Nachteile. Einerseits bist du in dieser Studentenstaat, das heißt, du triffst
du wohnst 2 Minuten von deinen Freunden wirklich entfernt, vielleicht 4 Minuten im Rad Maximum. Es ist wirklich diese Studentenstadt, diese Studentenvibe, es gibt Studentenfestivals, also du lernst dich kennen. Es gibt halt, dafür gibt es halt nur 2 Clubs. Das heißt, du hast auch nicht wirklich eine Auswahl. Montag gehst du dorthin, Freitag gehst du dorthin. Es kommt immer darauf an, wann du deine Kurse eben hast. Meistens waren die ausgetagt tatsächlich Dienstag, lustigerweise. Es geht auch nur in Studentenstädten so wirklich. Und ja, also das war sehr cool, aber ich habe halt gemerkt, also es war sehr schulisch in dem Sinne, dass du halt gewisse Kurse, immer 6, 7 Wochen Kurse hattest, sondern hattest du 2 Prüfungen. Das war nicht so wie in der UK zum Beispiel, wo du dann wirklich ein Jahr lang Kurse hast und dann einen großen Prüfungsmonat oder auch wie in Österreich, sondern du wurdest da sehr durchgepeitscht eigentlich, dass es quasi sehr, sehr schwer war, gar nicht in Mindestzeit zu enden, weil du wirklich ja durch diese Kurse durchgepeitscht bist, du hast sehr viel präsentieren müssen, sehr viel selbst erarbeiten müssen, dich wirklich mit dem Stoff auch selber Stunden hosten, wo du den Stoff selber vorstellst. Also du musst das quasi in Kapitel vorlernen, hast du dann anderen in so quasi kleinen Tutorials, in quasi kleinen Gruppen, das mit einem Tutor, vor einem Tutor dann anderen Tutors darauf gegradet. Das war sehr viel auf Präsentieren, Board-Meetings, also richtig so simulieren, wie sind Board-Meetings, wie ist dein Arbeitsalltag, eben auch Richtung, es hat mir dann sehr geholfen, später beim Pitchen, weil du es die ganze Zeit mit PowerPoint, mit Excel etc. arbeiten müsst und wirklich andauernd Sachen vorbereiten, Case Studies und immer, es war sehr viel am Real Life, was mir sehr, sehr gefallen hat. Und dadurch, dass es auch kleiner war, einfach hast du, finde ich, viel mehr mitgenommen. Hast auch sehr viel zwischenmenschlich mitgenommen, wie in Teams arbeiten, dass sich immer strukturieren müssen, meistens mehrere Teams managen müssen auf der Seite. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich hattest du viele internationale Leute. Es ist natürlich schon sehr viel auch deutschlandlastig, weil Maastricht sehr nahe ist an Deutschland. Aber es waren dann auch sehr viele Leute, die sehr ja, international schon tätig waren, die schon Berufserfahrungen davor gesammelt haben. Und dadurch war es ein wirklich sehr, sehr cooler Ort, um sein Studium absolvieren. Genau. Dann der Schritt zurück nach Österreich in Richtung Diplomatische Akademie und TU. Da gibt es ja ein ganz spannendes Studium, was von den beiden Unis da quasi gemeinsam gemacht wird. Warum das nach einem Wirtschaftsstudium? Das war sehr spannend. Ich war dann mein letztes Semester, also du musstest in Maastricht auch in deinem letzten Semester auf Austausch gehen. Ich war dann in Madrid auf Erasmus und mich hat es aber noch immer schon nach Südamerika gezogen. Ich wollte immer schon nach Südamerika und ich habe dann eben auch Spanisch gelernt, habe dann mein Spanisch gefestigt in Madrid und war dann so, okay, ich bin bereit und bin dann nach Bogotá, nach Kolumbien gegangen und habe dort ein Praktikum bei der UNIDO bekommen, im Regional Office, was unglaublich aufregend war, wirklich so vor Ort Fieldarbeit in Kolumbien. Das war 2015, in einem Jahr, wo gerade der Friedensvertrag mit der FARC geschlossen worden ist. Das heißt, das Land war im Umbruch. Bogotá, 8 Millionen Einwohnerstadt, ganz, ganz andere Welt. Super viele Eindrücke und habe dann eben dort mir gedacht, okay, krass, da möchte ich eigentlich hin, Richtung Diplomatie, Richtung Multilateral Diplomatie, UN, EU. So, das hat mich halt damals dann sehr interessiert, bin dann auch viel in Südamerika gereist. Bin danach auch noch nach Mexiko für ein weiteres Praktikum, also wirklich 1,5 Jahre nicht in Österreich oder nicht in Europa. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich habe mir dann gedacht, okay, was könnte ich studieren? Habe mich dann in Milan und in Kopenhagen beworben, auch für Studien, aber habe dann eben dieses perfekte Studium in Wien gefunden, was quasi so war, so Umwelttechnologien, ich wollte in Richtung Umwelt gehen und quasi auch Diplomatie. Das heißt, ich hatte so beides offen und habe mir gedacht, das ist die perfekte Kombi mit einem Wirtschaftshintergrund. Und habe mich dann deswegen, mein Bruder doch damals sein erstes Kind bekommen und mich auch dann entschlossen, dass ich mir dann gedacht habe, okay, es ist das perfekte Studium. Ich habe mich sehr dagegen gewehrt, muss ich sagen, weil ich wollte nicht zurück nach Österreich. Aber es ist sich dann irgendwie perfekt, ich habe mir dann gedacht, okay, ich habe das perfekte Studium gefunden, ich bin aufgenommen und ich kann bei meinem Bruder und bei meinem Neffen sein, was ja auch ein sehr aufregendes Jahr war in dem Sinne. Ich habe mir gedacht, okay, das muss ich machen, obwohl Mailand und Kopenhagen mich schon sehr angezogen haben. Okay, also nach der Wirtschaftsausbildung und der internationalen Erfahrung zurück in die Heimat und da dann ein neues Feld geöffnet. Wie ist dann, weil du hast dann den Schritt mit deinem eigenen Unternehmen gemacht, hast selbst ein Startup gegründet. Wie ist das entstanden? Genau, ich habe dann recht schnell auf der Diplomatischen Akademie gemerkt, dass Diplomatie und internationale Beziehungen doch nicht so spannend sind, weil eben was mir die ganze Zeit gefehlt hat, war diese Hands-on-Tätigkeiten. Also das war natürlich im Regional Office was ganz was anderes. Mir ist dann schnell klar geworden, bis du Regional Director bist von der UNIDO und für drei Länder zuständig, dauert das ein bisschen und bis dahin hast du sehr viel Projektarbeit, sehr viel ja, bürokratische Arbeit, musst
Es ist einfach sehr mühsam, dorthin zu kommen, dass das mal wirklich spannend ist. Und das ist mir dann sehr schnell aufgefallen, auch auf der Diplomatischen Akademie, dass auch dass dieses Richtung Multilateral sehr schwer ist, man sich sehr bewerben muss. Es gibt sehr viele Quoten, es ist eben wieder ein bisschen trocken und mir hat diese Hands-on die ganze Zeit gefehlt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das ist doch auch nicht so meins, weil ich möchte wirklich das Hands-on machen, ich möchte was bewegen, ich möchte Impact haben, ich möchte spüren, ich möchte nicht nur diese Projektarbeit dahinter machen, auch wenn das natürlich auch Leute machen müssen, aber es war mir einfach zu trocken und hat mir dann sehr die Motivation rausgenommen und ich mir dachte, okay, ich shifte. Und da hatte ich dann noch kurz den Plan, dann bin ich ins Consulting Richtung Projekt und Change Management Consulting gegangen und habe mir dann gedacht, ich baue irgendwann Windanlagen auf dem afrikanischen Kontinent. Das war krass, ich wollte in Richtung Renewables gehen. Und mir können Sie sagen, okay, das ist mein Impact. Ich gehe einfach, kombiniere so Umwelttechnologien, Diplomatie mit Projektmanagement und habe mir dann groß gedacht, ich werde Windanlagen auf Kap Verde bauen. Das war so quasi mein Plan. Und bin ins Projektmanagement und habe dann aber gemerkt, nach 2 Jahren Consultant-Tätigkeit, das ist auch nicht das Wahre und dort verändere ich auch nicht die Welt, obwohl es mehr hands-on war. Und bin direkt wirklich aus dem Consulting-Job raus, hatte keinen Plan. Das war 2019, Dezember, da habe ich gedacht, so, ich nehme jetzt mal 3 Monate Zeit, wie ich jetzt in Richtung Windanlagen bauen in Afrika komme und werde reisen gehen. Und habe dann aber durch eine Studienfreundin von mir, die auch ein Startup gegründet hat, die noch immer in der Startup-Szene ist, die hat mich dann weitergeleitet an einen Kollegen von ihr, den sie im ISCRC, im TU-Inkubator getroffen hat und gesagt hat, so, hey, die sind gerade auf der Suche nach einer Co-Founderin, hört das mal an, Nachhaltigkeitsbereich, Mikroplastik. Und dann habe ich eben meine Co-Founder getroffen damals und gleichzeitig ist gerade Corona passiert. Das heißt, eigentlich hatte ich noch den Plan, dass ich reisen gehe und ich war die ganze Zeit so, ja, mal schauen, ich schaue das mal langsam an. Und dann bin ich quasi in Marokko gesessen, auch auf meinem letzten Urlaub und bin zurück und war eben schon in Gesprächen mit verschiedensten Leuten in Richtung zukünftigen Job, habe das aber alles sehr auf die lange Bank geschoben und dann sitze ich in Marokko am Flughafen und es ist so, ja, letzter Flug nach Europa, findet statt. Und dann ist okay, krasser Switch von ich gehe nochmal reisen zu passt, was mache ich jetzt? Und dann kam mir das eigentlich ganz gelegen, dass ich quasi gesagt habe, okay, Corona, dann bin ich auch in Wien gelandet und war so, ja, wir müssen einen Projektplan abgeben für den AWS, für die erste Förderung, ob ich den schreiben will. Und ich war so, ja, passt. Und dann habe ich mich da wirklich so ein Wochenende mit meiner Co-Gründerin, mit Aurelie, drangesetzt, also wie so eine Uni-Arbeit, habe mir diesen Projektplan erstellt. Hatte damals noch sehr wenig Ahnung von Mikroplastik und Spektroskopie, habe mir das alles Learning by Doing quasi da wirklich über eine Woche voll reingezogen, weil eben gerade der erste Lockdown hat man eh sonst nichts zu tun. Und so haben wir gestartet und so bin ich ins Startup hineingerutscht quasi. Spannend. Und das heißt wahrscheinlich, eure zwei Co-Founder dann, die waren, hatten eher einen Background in diese Richtung. Genau, also wir waren 4 Co-Founder. Dann im Endeffekt, die Aurelie und ich haben beide internationale Betriebswirtschaft, also Business Background, und die anderen beiden hatten einen technischen Chemie-Background von der TU Wien. Jetzt hast du gesagt, es war quasi die Challenge, sich in einer Woche da reinzulesen in diesen Themenbereich. Wie bist du da vorgegangen? Weil das ist ja bemerkenswert auch, zu was der Mensch fähig ist, wenn er fokussiert auf ein Ding hinarbeitet, aber so einen Themenbereich in einer Woche kennenlernen. Was ist da dein Tipp? Boah, ich muss sagen, da war ich halt sehr gut gebrieft von der Uni, weil ich halt da sehr dieses, also wirklich wie so eine Uni, ich habe 12 Stunden lang mir Spektroskopie, was ist das, YouTube-Videos reingezogen, hatten auch immer wieder dann Calls mit unseren Co-Foundern, die mir dann wirklich so Deep Dives gemacht haben, haben den Uni-Professor, der am Anfang involviert war, quasi bei dem so wirklich Lectures, so Private Lectures genommen und mir das so gegeben und es ist jetzt dann auch schnell rausgekommen, dass ich halt quasi die Technologie verstehen muss, aber ich bin ja keine Programmiererin, werde ich auch nicht machen müssen. Und ja, was mich so komplett fasziniert am Thema, wie es mir jetzt erstmal vorgestellt, Mikroplastik. Und ich dachte, ja, jeder weiß, dass Mikroplastik schädlich ist, aber es war bis dahin noch nicht wirklich bewiesen. Und ich mir dachte, wie kann das sein? Das ist doch so obvious und on the hand. Und wie kann es sein, dass das so ein großes, es gibt so viel Plastik und es gibt so viel Plastikverschmutzung und es gibt einfach noch keine Studien darüber, was das mit uns macht oder was das auch mit Tieren. Es wurde nicht an Tieren getestet. Und das alles nur, weil es so schwer ist zu messen, weil es so komplex ist. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, okay, da möchte ich auf jeden Fall rein. Ich konnte es auch quasi kaum glauben, dass es diese Opportunity gibt, diese Business Opportunity, und dass sie noch niemand sieht und dass es noch keine Lösung für dieses große Problem gibt, das eigentlich die ganze Menschheit irgendwie was angeht. Und jetzt mit dem Elan, der da entstanden ist,
Was waren dann, habt ihr den Förderantrag, den ihr geschrieben habt, habt ihr die Förderung bekommen? Ja, haben wir bekommen. Okay. AWS Preseed-Förderung, 250.000 Euro. Ging mal ganz gut los. Und dann war voll die Entscheidung da, okay, das ist, also ich war dann schon so hooked auf die Idee. Wir waren alle mega excited. Dann ist es eben Richtung GmbH gründen, etc., Gesellschaftsvertrag verhandeln. Und dann ist es voll losgestartet. Und dann war, muss ich auch sagen, war es echt ganz cool, weil dadurch, dass Corona war, wir haben uns halt echt fast nur, ich glaube, wir haben uns einmal in Person getroffen. Ich glaube, ein paar habe ich zwei oder dreimal gesehen, aber ich habe echt, ja, wir haben eigentlich uns dann nur remote kennengelernt, was auch sehr spannend war in Richtung Gründung, weil dort dann sehr sensible Themen wie Gesellschaftsvertrag, wo es ja wirklich, finde ich, auch um Emotionen geht, wo es ja wirklich sehr viel um Persönlichkeit geht, haben wir eigentlich alles online gemacht und das ohne die Körpersprache des anderen zu sehen oder auch den anderen gut zu kennen. Ich finde, sehr viel geht ja sehr viel remote, aber wenn du wirklich keinen Schirm, also keinen Plan hast, wie die andere Person wirklich tickt und das auch dann gar nicht zwischenmenschlich so lesen kannst, sondern wirklich nur so bis zum Hals abgeschnitten bist, ist es, und dann über so sehr persönliche und sensible Themen, die sehr viel entscheiden, in der Zukunft zu diskutieren und zu verhandeln, war schon sehr, sehr spannend. Aber haben wir auf jeden Fall gut geschafft und habe auch sehr viel daraus gelernt. War ja auch das erste Mal, dass ich eine GmbH gegründet habe. Gut, das heißt, ihr hattet Startfinanzierung, ihr habt die schwierigen Themen remote diskutiert. Gleichzeitig ist natürlich schon noch ein gewisses technisches Risiko wahrscheinlich da. Also Automatisierung von Datenanalyse ist schon ein gewisser Forschungsaspekt sicher auch drin. Was waren dann so die ersten Schritte, die ihr mit dem Startkapital gemacht habt? Ist das dann halt, seid ihr schon nahe am Markt gewesen oder musste man da erst einmal viel in die Entwicklung des Produkts stecken? Also das Produkt war quasi so ein Prototyp, war quasi fertig, den haben wir auch schon getestet und dann die ersten Schritte waren wirklich Verhandlungen mit großen Suppliern und was ein riesiges Thema war, einfach Pricing. Dadurch, dass es Produkte vorher noch nicht gegeben hat, war wirklich so, wer ist unsere Zielgruppe, auch das hinauszufinden. Also verkaufen wir das an Labore, verkaufen wir das an Gerätehersteller, die diese Spektroskope verkaufen, in unsere Software mitverkaufen oder verkaufen wir es wirklich an die Kunden direkt, verkaufen wir es an Unis, also eben sind Unilabore unsere Ziel-Target-Customer oder sind es quasi Umweltlabore von den Ländern? Wie gehen wir das an? Sind es eben die großen Kunden? Sind es Corporates? Sind es die großen, ich weiß nicht, Henkel etc. der Welt? Da allein sich zu finden und sich da durchzutesten und sehr, sehr viel, also da haben wir uns sehr dann drauf fokussiert und auch eben das Pricing. Wie viel verlangst du für die Software? Machst du ein Pay-per-Use-Model? Machst du ein zeitbasiertes Model? Wie? Ja, das, also da hinein zu finden und damit wirklich Learning by Doing, das so durchgetestet, wirklich in jedem Gespräch irgendeine Zahl gesagt, geschaut, wie reagiert die Person drauf, okay, wir waren zu niedrig, okay, wir waren zu hoch, haben mit ganz, ich glaube, wir haben mit 100 Leuten telefoniert aus dem Sektor, die uns irgendwie miteinander connected worden sind, aber auch Umweltlaboranten zu finden, die dann wissen, wie viel Software kosten oder wie viel Labore ausgeben würden, war echt keine einfache Aufgabe. Also wir haben sehr viel im Netzwerk umgehört, sehr viele Interviews geführt, sehr viel nachgeforscht und wirklich so Learning by Doing diesen Preis festgesetzt und dann halt versucht, unsere ersten Sales und unsere ersten Kunden, ersten Kooperationspartner lang zu ziehen. Also das war das, was wir uns fokussiert haben, das, was auch wirklich am spannendsten war, weil dann once haben wir halt unseren Price-Sensitive Point gehabt, wir hatten dann wussten dann, okay, das ist so zwischen 5.000 bis 15.000 Euro, je nachdem, wie viele Samples, also Throughput der Kunde halt hat und so haben wir das dann festgemacht. Aber bis du dort hingekommen bist, hat es echt eine Zeit lang gedauert und das war auch sehr, sehr spannend, das herauszufinden. Und das ist etwas, was man ja auch in der Uni oder sowas nicht lernt. Wie setze ich auf den Preis fest für ein Produkt, das eigentlich noch nicht existiert? Und wie war der Moment des ersten Sales? Wer war Ja, das? Und sehr, sehr gut. Ich glaube, das war damals, boah, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar ein Umweltlabor aus der Schweiz war. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Moment. Ja, auch einfach die ersten Zahlungseingänge am Konto, die nicht von Förderungen oder sowas waren, sondern echt von Kunden. Und dann auch das gute Feedback zu hören, da dann natürlich auch konstant weiterentwickeln, Bugs melden, welche Bugs sind wichtig zum Umsetzen, welche nicht. Ja, das war sehr spannend. Und natürlich dann wie wir dann einen sehr großen Gerätehersteller aus Deutschland, Brugger, damals das Kunden gewonnen haben, der dann unsere Software mit ihren Geräten quasi mitverkauft hat, weil das auch ein ganz anderes Branding-Thema dann natürlich hatte. Die haben dann Webinare. Also wir haben dann wirklich Webinare besucht, wo unsere Software vorgestellt worden ist und wo quasi Leute, also nicht wir, sondern andere Leute, anderen Leuten erzählt haben, wie sie unsere Software zu verwenden haben. Und das war natürlich sehr aufregend, sehr große Momente damals. Habt ihr dann
eigentlich durchgehend gebootstrapped oder habt ihr irgendwann auch mal Investoren mit an Bord geholt? Wir haben recht lang gebootstrapped und dadurch, dass wir eben schon die ersten Sales und ersten Kunden haben, lief das auch ganz gut, das Bootstrapping. Wir haben eben dann uns durch Förderungen, haben dann noch eine sehr große Förderung, eine Seed-Förderung bekommen und damit dann einen Business Angel an Bord geholt. Der quasi, den wir auch sehr lange gesucht haben, also da war unsere erste, da haben wir quasi uns überlegt, wie machen wir das, suchen wir einen Business Angel, suchen einen VC, waren dann auch mit einigen VCs in Gesprächen. Und da, das ist eben auch eine der Stories, die ich oft erzähle, wie es mich jetzt so viel mit Founders geführt hat. Wir haben dann damals mit 90 Investoren geredet und davon war eine Frau, 89 dementsprechend Männer. Und ich muss sagen, es war wirklich äußerst mühsam. Also es weiß eh jeder Founder, es freut sich nie jemand aufs Fundraising. Und es war wirklich äußerst, äußerst mühsam, obwohl ich fand, dass wir schon sehr gute KPIs, sehr viel Traction hatten, sehr promising Product, aber auch sehr viele Leute es nicht ganz verstanden haben, was wir gemacht haben. Und natürlich, ja, auch die Business Angel und VC Landscape in Österreich nicht ganz so divers und einfach zu betreten war, als wie ich es mir vorgestellt habe damals. Und haben wirklich sehr lange gesucht und ich glaube, unser Business Angel, den wir wirklich im Endeffekt genommen haben, wirklich die 90. Person. Ich habe meine Hoffnung schon komplett aufgegeben, mir gedacht, okay, wir müssen das irgendwie mit Loan, Credits etc. gegenfinanzieren. Und das war dann die 90. Person. Ich bin auch wirklich nicht mehr enthusiastisch in dieses Meeting gegangen, habe mir echt so gedacht, so, boah, 89 Leute, wo ich mir echt gedacht habe, die bringen mir strategisch. Ich wollte halt auch einen strategischen Investor, der wirklich auch da Value bringt und den habe ich einfach nicht gefunden und auch den Culture Team Fit nicht gesehen. Und dann der 90. Investor und bin nach wie vor sehr, sehr gut mit ihm und habe mich sehr gut verstanden und das war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Was war bei ihm anders als bei den 89? Also wenn du jetzt da reflektierst, auf den Prozess zu entscheiden, das ist der oder die richtige Investorin, worauf muss man da achten? Es hat sofort, finde ich, zwischenmenschlich sehr gut funktioniert. Ich habe sofort, er hat irgendwie meine Sprache gesprochen, ich habe seine Sprache gesprochen. Es war sehr oft, es war eine super angenehme Atmosphäre in den Gesprächen und auch in den Verhandlungen miteinander. Sehr viel Input, sehr viele Interessensfragen, sehr viel, ja, sehr viel Know-how auch. Also er kommt selber aus der Plastikindustrie in dem Sinne und hat sehr viel Know-how gehabt, sehr viel Markt-Know-how, hat, ja, finde ich, die richtigen Fragen gestellt. Du hast gemerkt, er sich damit beschäftigt, hat auch seine Due Diligence, hat sich sehr gut umgehört, hat das reingefühlt und war auch dadurch, dass er selber sehr lange Geschäftsführer und sehr viel Geschäftserfahrung hatte, hat auch, finde ich, uns sehr geholfen mit diesem, wie baue ich das Team auf, auf was achte ich, sehr viel Ruhe reingebracht, er war sehr ruhig, nicht sehr aufbrausend, also einfach allgemein ein sehr angenehmer Mensch, wo ich sofort gemerkt habe, dass ich mit ihm sehr gut kann, sehr viel Respekt vor ihm habe, was ja auch sehr viel wichtig ist. Und ich glaube, dass wir beide sehr viel voneinander gegenseitig lernen konnten und sehr guter Austausch da war. Und das war wirklich ein sehr gutes Bauchgefühl und das war auch vom Team sofort von allen abgesegnet. Wir haben sofort gemerkt, okay, da ist sehr viel Know-how da, sehr viel Expertise und einfach eine ruhige Person, die uns ein Netzwerk auch zur Verfügung stellt, die uns auch bei gewissen Situationen helfen kann. Meine, es klingt jetzt alles sehr, sehr vielversprechend. Neue Technologie, erste Kunden, vielversprechende Kunden, ein Investor, der gut dazu passt und trotzdem gibt es Currency heute nicht mehr. Warum? Genau, es hat sich dann leider nach 3 Jahren so entwickelt, dass wir im Team, ich habe eh schon am Anfang gesagt, wir haben sehr viel remote zusammengearbeitet, wir haben dann natürlich sehr viel in Person zusammengearbeitet und es ist dann einfach zu einem sehr großen Wertekonflikt gekommen. Ich war in der Co-Geschäftsführung und ich konnte dann irgendwann nicht mehr meine Augen dafür zumachen, wie das Unternehmen geführt worden ist. Ich habe sehr viel versucht, natürlich mich selbst das natürlich selbst zu verändern und wir sind immer mehr in Konflikte, waren sehr viel in Coaching, sehr viel in Mediation. Und es war dann irgendwann, sind Entscheidungen getroffen worden, wo ich dann einfach nicht mehr damit, also als Gesellschafterin, als auch als Geschäftsführer nicht mehr dahinter stehen konnte, habe dann quasi meine Geschäftsführung zurückgelegt. Und dann ist es quasi intern implodiert, nicht dadurch, dass ich zurückgelegt habe, sondern auch, dass meine andere Co-Gründerin auch beschlossen hat, das Unternehmen verlassen. Und ich dann quasi mitgegangen bin und gesagt habe, ich kann so und will so nicht mehr arbeiten. Das war nicht geplant, das war sehr spontan damals so, war auch ein sehr großer Schock, war auf jeden Fall das Interesse da, dass das Unternehmen weiter funktioniert, haben dann auch wirklich alles Mögliche versucht, ich habe verschiedenste Pläne auf den Tisch gelegt, wie das weiter funktionieren kann, weil wir nach wie vor sehr stark ans Unternehmen geglaubt haben. Das ist aber dann wirklich rein zwischenmenschlich
aus rein zwischenmenschlichen Gründen liquidiert worden. Jetzt ist das leider keine Ausnahme. Also wenn man sich anschaut, warum Startups scheitern, ist das Co-Founder-Konflikt ein sehr, sehr großes Thema, das immer wieder kommt. Wenn du jetzt zurückblickst auch auf eure Historie und du überlegst, wie seid ihr zusammengekommen, auch als Co-Founder-Team, was hast du daraus gelernt? Was würdest du vielleicht anders machen? Ja, sehr, sehr guter Punkt. Eben, es ist, und es war immer sehr bitter, also kurz, ich möchte noch darauf eingehen, weil wir natürlich auch immer bei diesen 90 Investoren, mit denen wir geredet haben, immer natürlich die Teamfrage immer kam, Investoren auch immer angesprochen haben, ja, wenn, dann scheitert es ja am Team. Und wir waren immer so, nein, wir sind zu divers, wir sind zu gut aufgestellt, wir sind 4 Co-Founder, wir können das so gut ausbalancieren, es ist nie 2 gegen 1, wir haben immer eine quasi Balance drin, und im Endeffekt hat es uns dann doch genau wegen diesem Grund, also das Business lief, das Businessmodell war gut, wir hatten Kunden, wir hatten genug Kunden, wir hatten wirklich ich finde, wir hatten ein Produkt und einen Markt, der sehr vielversprechend war, und im Endeffekt hat es uns wegen dem Team dann doch aufgehört. Und da kann ich nur wirklich an jede Gründerin und an jeden Gründer mitgeben, auf sein Bauchgefühl achten, wirklich achten auch mit Leuten, wo macht es Spaß zu arbeiten, und wenn man merkt, es macht wirklich seit langer Zeit keinen Spaß mehr und es ist immer mühsam und man hat immer das Gefühl, man spricht eine andere Sprache und das Gegenüber versteht einen nicht, und man ist aber abhängig voneinander in dieser Business-Beziehung, dann entweder sehr früh sehr harte Entscheidungen treffen oder eben sich einfach überlegen, okay, Bauchgefühl, möchte ich das wirklich mitmachen? Und es zieht ja auch einen runter, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, irgendwas läuft nicht, irgendwas funktioniert nicht, ich rede und kommuniziere so viel ich kann, es funktioniert eben weiter nicht. Und auch da, also wir haben wirklich sehr, sehr viel versucht, wir waren in Mediation, wir waren in Coachings, wir waren wirklich über Jahre lang, und das hat auch unser Investor, es hat auch einige Leute sehr überrascht, und wirklich da sehr viel gehend, dadurch, dass wir so divers waren, wirklich zwischenmenschlich sehr, sehr viel dran gearbeitet haben, auch da sehr, sehr viel Geld hineingesetzt haben, und das aber im Endeffekt dann schlussendlich einfach doch nicht gereicht hat, weil es einfach der zwischenmenschliche Vertrauen anscheinend einfach nicht da war am Ende. Jetzt ist man ja oft irgendwie, ich sage jetzt mal, verheiratet mit dem eigenen Startup. Also da steckt schon unglaublich viel Persönlichkeit auch drin und Identität auch. Das heißt, der Schritt, dann das eigene Startup zu verlassen, den stelle ich mir schon sehr hart auch vor. Gleichzeitig hast du jetzt schon auch gemeint, das war schon währenddessen für dich schwierig, weil ja man oft halt auch irgendwie nicht auf einen grünen Zweig gekommen ist. Wie hat sich das dann danach angefühlt für dich, wo du ausgestiegen bist? War das eher eine Befreiung oder war das dann schon irgendwie auch ein Loch, in das du gefallen bist? Boah, ein Mix aus beiden, muss ich ehrlich sagen. Also es war wirklich sehr spontan, es hat sich innerhalb von einer Woche der Konflikt so hinaufgeschaukelt, bis ich dann irgendwann war, okay, ich möchte eigentlich hier nicht mehr dabei sein. Und das habe ich absolut nicht kommen gesehen. Zu dem Zeitpunkt damals. Jetzt rückblickend habe ich es natürlich schon kommen gesehen. Kann man sagen, da waren einige Anzeichen da. Es gab immer ein Thema. Ich habe mich immer über gewisse Sachen auch bei meinen Freunden und Kollegen beschwert. Es gab schon eine gewisse Tendenz dahingehend, aber wenn man in diesem Tunnel eigentlich feststeckt, sieht man das ja gar nicht mehr. Ich habe auch bis zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, dass es eine Option ist, das Unternehmen zu verlassen, weil es ja auch mein Baby war und das war mein Traum und ich habe so stark an unser Produkt und unser Team geglaubt, dass ich diese Option gar nicht gesehen habe. Und das hat sich dann aber so hochgekocht in dieser Woche, dass ich so wirklich so war, wow, wie komme ich da raus? Und ich bin damals dann bei meinem Bruder gesessen. Mein Bruder war halt so, ja, weil ich ganz ehrlich, also da gibt es gar keine andere Möglichkeit mehr. Du musst da raus, du musst jetzt ein Exempel setzen und du musst sagen, so möchtest du nicht, dass die Firma geführt wird und so möchtest du nicht dahinter stehen. Und das hat dann wirklich, bis zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht mehr gesehen. Und dann habe ich plötzlich diese Option gesehen und war so, wow, okay. Aber was bedeutet das? Und habe das dann aber auch wirklich, ich habe dann auch den nächsten Tag, hatten dann noch weiter Verhandlungen und Gespräche den nächsten Tag. Und diese haben sich wieder so zugetragen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich kann da nicht mehr dahinter stehen, ich will da auch nicht mehr dahinter stehen. Und dann bin ich eben spontan, wirklich, habe ich gesagt, kam es zu einer sehr großen Überraschung für alle, glaube ich. Und es hat sich dann, wie ich dann rausgegangen bin, ein unglaublicher Freischlag angefühlt, weil ich eben dann gemerkt habe, es war so viel Druck auf mir und so viel, was ich auch zwischenmenschlich immer ausbalanciert habe. Also ich war so ein bisschen auch in dem Unternehmen ein bisschen der Stein oder der Fels in der Brandung, haben wir oft gesagt. Und ich hatte immer das Gefühl, es ist sehr viel von diesem zwischenmenschlichen Konflikt wird über mich ausgetragen. Und es war dann wirklich wie eine Befreiung, dass ich dann einfach gesagt habe, so, okay, so jetzt nicht mehr, Punkt. Ich will das nicht mehr so. Und das hat sich schon wie eine Erleichterung angefühlt, aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und war halt wirklich so, was mache ich jetzt heute? Also was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich heute? Was mache ich morgen?
ich habe ja nichts geplant gehabt, das ist nicht so wie andere, die dann wirklich sagen, okay, sie haben den Exit vor sich und sie planen dann irgendwie mal eine große Reise oder so. Es war einfach von einem auf den anderen Tag, es war Jänner. What should I do with myself? Also es war schon ein sehr, sehr großes Loch. Ich wusste auch nicht wirklich, wohin weiter. Und es hat sich auch, ich meine, es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, als würde man sein Kind in gewisser Art und Weise aufgeben. Also es war dann so, als würdest du dein Kind zurücklassen, irgendwie dein Unternehmen, das du mit aufgebaut hast, mit dem du dich identifizierst, wo du ja gewisse auch natürlich noch nach außen hingehend damit identifiziert wirst. Mikroplastik, ein Thema, das mich unglaublich interessiert hat. Aber ich habe dann einfach gemerkt, es ist better for the good, wenn ich mich davon trenne. Und muss aber sagen, dass die Monate danach wirklich sehr, sehr hart war. Ich glaube, sie waren für uns alle sehr, sehr hart. Es war halt nicht so, dass es dann auf dem Einschlag endet, sondern es geht ja dann weiter mit, was machen wir mit der Firma? Wird sie weitergeführt? Wie wird sie weitergeführt? In welche Konstellation? Verkaufen wir sie? Liquidieren wir sie? Also es gab verschiedenste Möglichkeiten, um auch da durchzugehen. Hat sie dann eigentlich weiter angeführt. Also du bist dann eh weiter durchgehend beschäftigt, aber du kannst dich nicht wirklich damit ablenken, weil es einfach noch kein Endkapitel gibt. Bis halt, und dann auch wenn die Entscheidung gewiss, dass sie liquidiert wird, wird sie nicht auf die Sekunde liquidiert, sondern es hat sich auch, sie wurde dann erst im Dezember liquidiert und ich habe erst gestern die E-Mail bekommen, dass die letzte Finanzamtzahlungen abgeschlossen worden sind. Und sie eigentlich jetzt erst wirklich die liquidiert und das hat sich jetzt fast ja, über 1,5 Jahre gezogen und da ist halt schon dieses Messer immer so über sich hängen zu lassen und das nie abschließen zu können, war schon sehr, sehr schwer, sich davon zu trennen. Vielleicht da noch eine Frage. Eine Firma liquidieren. Wie macht man das? Was sind da Schritte, die man setzen muss? Weil wir sprechen oft über die Gründung, aber wie das Ende eines Firmenkonstrukts ausschaut, das ist eigentlich, glaube ich, sehr, sehr selten thematisiert. Was muss man da machen? Ja, ist auch wirklich sehr spannend. Also da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Optionen. Auch wird die Firma im Ausverkauf, machen einige Leute weiter. Wir haben uns diesbezüglich sehr viel damit beschäftigt. Ich war sehr dafür, dass sie weitergeführt wird, aber nur eben unter gewissen Umständen und Bedingungen. Und dann kommen natürlich Bedingungen von allen Leuten rein. Also ich würde auch sagen, und das ist etwas, was wir komplett unterschätzt haben, ich würde wirklich jedem Gründer mitgeben, sich wirklich zu überlegen, wenn man gut miteinander ist, wenn man gerade gründet, wenn man diesem wirklich aufregendes Szenario drinnen ist, dass man sich damit auch beschäftigt, okay, was passiert, wenn einer nicht mehr will, was passiert, wenn eine andere Person nicht mehr will, was passiert, wenn irgendein Unfall passiert. Wir haben zwar an Unfälle und solche Sachen gedacht, aber wir haben wirklich nicht mehr daran gedacht, was passiert, wenn zwischenmenschlich etwas passiert. Und dann natürlich da dann schon einen Plan zu haben, den man aus der Schublade zieht, würde sehr viel Energie dann sparen. Wie bei uns war es dann wirklich so, also ja, wir haben uns dann alle, glaube ich, mit verschiedensten Rechtsanwälten zusammengesetzt, sehr viel untereinander miteinander telefoniert, sind dann eben nochmal in die Mediation reingegangen, wirklich geschaut, was sind die Optionen. Und haben dann aber auch, man kann die Liquidation ja auch selber durchführen, haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir einen externen Liquidator quasi beauftragen, der das dann wirklich liquidiert, gezielt und das dann abarbeitet. Und das hätte ich aber auch, dass es so lange dauert und so unglaublich mühsam ist, dann ist natürlich auch die Überlegung, man zahlt diesen Liquidator. Also es sind alles sehr viele finanzielle Entscheidungen und da muss man wirklich sehr gut rechtsberaten sein und da auch einiges Geld in die Hand nehmen, um da die richtige Rechtsberatung zu bekommen und dann auch zu entscheiden, wer ist der Liquidator. Es reißen sich jetzt auch nicht Leute darum, Firmen zu liquidieren. Es ist auch ein ganz spannendes Businessfeld, Liquidator zu sein. In unserem Fall war es dann eben ein Rechtsanwalt, der das gemacht hat und der das jetzt eben gerade noch die letzten Überweisungen über die Bühne bringt. Und dann geht es eben darum, Sachen, ja, Leute kündigen, Office kündigen, was machen wir mit unseren Assets, was passiert mit der Software, wird das noch rausverkauft? Also da ist dann wirklich, das ist so unglaublich komplex und da kann ich wirklich nur an jeden raten, sich das frühzeitig schon zu überlegen, da wirklich vielleicht schon einen Plan B in der Schublade zu haben, sich das auch, wenn man schon mit Gesellschaftsvertrag sich eh schon mit Anwälten zusammensetzt, sich da auch hingehend informiert, wie funktioniert das dann, wie mühsam ist eine Liquidation, weil es ist wirklich nichts Einfaches und es gibt kein Handbook for the perfect liquidation out there und das ist learning by doing. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich in diesem halben Jahr dann wirklich ein bisschen einen Gesellschaftsrechtsabschluss gemacht habe, weil ich habe so viel mich mit Gesellschaftsrecht und wie viel Prozent du brauchst, um was zu entscheiden, wie dich mit dem Gesellschaftsvertrag beschäftigst, wie ist das dann juristisch, wie ist das mit dem Notar, wie ist das, also hatte wirklich das Gefühl, ich habe unglaublich viel gelernt, was mir natürlich niemand nehmen kann. Also hätte ich gewünscht, dass ich dieses Wissen brauche? Nein, bin ich froh, dass ich es jetzt habe? Ja. Also durchaus ein ordentlicher Aufwand, der da reingeflossen ist, quasi einen Abschluss für die Vergangenheit zu finden. Gleichzeitig natürlich bin ich mir sicher, du hast doch irgendwann begonnen, in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was kann dein nächster Schritt sein.
Was war das dann? Genau, ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, wie ich eben schon am Anfang gesagt habe, dass ich ganz, also ein Startup zu gründen, ein Startup zu führen als Geschäftsführerin ist ja auch nicht sehr einfach. Sehr viel Druck, sehr viel, immer sehr viele Entscheidungen, sehr viel Responsibility auf einen Schultern, auf einem haftet. Und ich habe dann gemerkt, ich habe noch nicht gar nichts, also ich hätte es nicht geschafft, sofort wieder einen Vollzeitjob zu starten. Ich habe einfach gemerkt, ich habe den Mental Load, ich habe die Mental Capacity einfach nicht, um das durchzuführen. Ich habe gemerkt, ich brauche noch Zeit, sich mit mir selbst zu beschäftigen, das alles noch zu verarbeiten. Und mich hat dann lustiger, also ich bin dann zu einem Art Retreat gefahren, zum Leadership-Kolloquium damals, wo ich eingeladen worden bin. Und habe dann dort, ging es eben darum, zwischen Intergenerational Dialogue, zwischen Führungskräften. Und habe dann dort mich mit mehreren Leuten unterhalten, mir so Inspirationen geholt. Und habe dann dort eben gefragt, dann gab es so ein Pinnwand und ich habe so quasi draufgeschrieben, so hey, ich suche irgendjemanden, mit dem ich so ein Sparring machen kann über meine nächsten Karriereschritte und wo ich das einfach mit jemandem, der schon mehr Erfahrung hat, durchkauen kann. Und dann hat mich tatsächlich die Steffi Cox, die du ja auch sehr gut kennst, die ja bei auch im Board sitzt, angesprochen. Er sagt so, hey du, ich suche jemanden, der mich unterstützt bei Ashoka für ein Young Changemaker Projekt, ob ich nicht da dazukommen will. Und das hat sofort, und das ist eben das Spannende, was mir halt eben passiert ist, dieses 3 Jahre lang davor habe ich jemand sehr komisches, also nicht ein sehr gutes zwischenmenschliches Bauchgefühl gehabt mit mir und mit meinen Gründern. Und dann habe ich diese Person getroffen und es hat sofort gevibed, sofort geflowt, wir haben sofort gemerkt, wir haben sofort gleich 1,5 Stunden danach telefoniert, sie hat mir von ihrem Projekt erzählt und ich mir dachte, hey, oh cool. Und ich habe gesagt, ja, ich kann das jetzt gar nicht sehen, halbes Jahr unterstützen, aber ich würde dann eben gern Ende des Jahres auch noch mit meinem Partner reisen gehen, wenn er dementsprechend Zeit hat. Und da sich die Zeit nimmt, hat sie gesagt, das passt perfekt rein. Im Oktober ist quasi das große Wochenende, das große Event, auf das wir hinplanen. Wir machen das Halbzeit, weil ich immer gesagt habe, ich kann nicht Vollzeit arbeiten. Ich schaffe es einfach noch nicht mental. Und es hat sich einfach perfekt ergeben und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann richtig Mut wiedergefunden und es war so die perfekte Option, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, dieses Projekt aufzusetzen. Es ging dann quasi darum, wie wir junge Leute davon zu überzeugen, in Richtung Sozialunternehmertum zu gehen, ihre Projekte zu verwirklichen. Es ist ein unglaublich spannendes Projekt, war jetzt wieder in den News, weil es auch vom guten Rat von der Marlene Engelhorn einiges an Funding abbekommen hat. Und es war einfach unglaublich schön, auch mit jungen Leuten zu arbeiten, die so große Visionen für unsere Welt haben. Das hat mir wieder so viel Kraft und Glaube an unsere Menschheit und an diesen Planeten zurückgegeben, die ich halt da in diesem Zeitpunkt nicht hatte. Und das war wirklich ein unglaublicher Gamechanger für mich in der Situation. Und anders, glaube ich, hätte ich es nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ich weiß auf jeden Fall, dass es das Perfekte war und mir richtig viel Kraft gegeben hat, Energie gegeben hat und mir wirklich auch gezeigt, okay, so kann Arbeit auch aussehen, so viel Spaß kann es machen und so ist es, wenn man auch wirklich komplett allein ist miteinander, auch im Team. Und das hatte aber immer schon ein Ablaufdatum, also das war klar, dass wir das eben nur ein halbes Jahr gemeinsam machen und ich dann eben reisen gehe und habe mich dann eben so in diesem halben Jahr eben auch Zeit gehabt mit mir selbst und mit meiner Vergangenheit und was da alles passiert ist, das versucht ein bisschen aufzuräumen, weil das natürlich, ich glaube, ja, immer Narben hinterlässt, wenn man ein Startup liquidiert und was es auch was mit mir als Person macht in dem Sinne und bin dann reisen gegangen tatsächlich 3 Monate und wie ich dann hatte einige Angebote, habe mir einiges überlegt, war mir nicht ganz sicher, hatte bei keinem so ein richtiges Bauchgefühl. Andererseits hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt im Zugzwang. Ich sollte jetzt, wenn ich reisen gehe, danach schon einen fixen Job-Offer haben. Wie sieht das denn aus? Will ich in die Startup-Szene zurück? Will ich nicht in die Startup-Szene zurück? Will ich was gründen? Und da gab es dann echt einige Optionen, habe aber nie das Richtige gefühlt. Und dann bin ich einfach, obwohl es mir nicht so, gerade nach diesem Jahr habe ich mir gedacht, ich hätte gerne Planungssicherheit und würde eigentlich gerne nach der Reise direkt einen Job neu starten. Hatte ich nicht, habe mir das zugetraut und es war das Beste, was mir passiert ist, weil dann habe ich den Anruf bekommen, ob ich nicht Female Founders joinen will. Und da habe ich dann auch sofort wieder gemerkt, krass, Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch. War damals ja auch schon Teil von Female Founders im Startup, war selber im Accelerator und habe es gemerkt, okay, cool, das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Jetzt hast du schon gemeint, okay, da gab es Schmetterlinge im Bauch, also der Instinkt, der Gut-Feeling hat gepasst. Warum glaubst du, hat dich Female Founders angesprochen? Auch was, wo hast du gesehen, dass du jetzt Female Founders auch dabei helfen kannst, das nächste Level zu erreichen? Wo siehst du da auch den Gestaltungsspielraum für dich? Genau, also wie ich dann eben den Anruf bekommen habe, habe ich irgendwie gemerkt, wow, eben Herzklopfen, Schmetterlinge. Und ich habe eben davor immer gedacht, so dass eben Richtung Umweltbereich doch wieder meine Passion liegt, weil eben Mikroplastik und auch eben meine erneuerbare Energien da so die Probleme lösen. Und wie ich dann aber den Anruf bekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, krass, nein, es ist eigentlich genau das. Es ist doch Entrepreneurship und es ist Female Founders. Und es ist einfach weibliche Gründerinnen dabei zu unterstützen,
Funding aufzustellen, zu skalieren, zu expandieren, da ihnen wirklich zu helfen und ihnen unter die Arme zu greifen, weil ich glaube, nur so können wir Europa stärken, wenn wir da wirklich in der Technologiebranche auch mehr Diversität hineinbringen, große, coole europäische Technologie-Startups zu Technologieunternehmen werden. Und da ist wirklich der Fortschritt da und da ist wirklich die Innovation da und, glaube ich, auch der Impact für die Welt da. Und da habe ich dann sehr krass gemerkt, okay, da kann ich auf jeden Fall mein Know-how einbringen, weil eben, wie gesagt, wir hatten zwar nur eine Funding-Runde, habe da aber mit 90 Investoren geredet, habe gemerkt, wie unglaublich mühsam es ist, wie unglaublich kategorisiert man gerade wird als weibliche Gründerin. Habe selbst am Leib gespürt, wie es ist, auch wirklich, ja, sexistische Kommentare oder allgemein, wenn man gefragt wird, ich habe die Zahlen, ich war für die Finanzkennzahlen damals im Startup zuständig, wenn dann trotzdem, obwohl du die Finanzkennzahlen präsentierst, trotzdem immer nur die Männer im Raum angesprochen werden, wenn es um Fragen zu den Finanzkennzahlen geht, immer wieder darauf hin verwiesen wird, dass ich die Finanzkennzahlen meine, trotzdem immer noch der Kontakt, Augenkontakt nur mit ihnen besteht und du einfach merkst, okay, es ist einfach mühsam und es gehört noch so viel getan, was diese Gender Stereotypes und Rollenbilder angeht. Und das habe ich dann wirklich gemerkt, dass es eine sehr große Passion ist. Ich da auch eben sehr viel, doch einiges Know-how habe, das ich mitbringen kann und da auch wirklich viele Founders unterstützen kann, sich da auf ihre Gründerinnen und auf die große Mission zu fokussieren. Und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr passionate war ich. Und also wir haben ein unglaublich cooles Team. Es hat sich sofort angefühlt, wie nach Hause zu kommen. Es ist ein unglaublich guter Vibe da. Wir sind alle europaweit ja tätig, es macht sehr viel Spaß, wir haben sehr coole Stakeholder, sehr coole Partner und es macht einfach, es ist ein Umfeld, in dem es unglaublich dankbar ist zu arbeiten. Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Es gibt noch sehr viel zu tun, um den Gender Funding Gap zu überbrücken und auch wirklich weiblichen Gründerinnen hier unter die Arme zu greifen. Aber ja, ich glaube, wir kommen dahin und ich glaube, als Team können wir alles schaffen. Sehr fein. Wenn du jetzt, weil du hast dann schon am Anfang gemeint, ihr habt ein recht breites Portfolio, wie ihr probiert, diese Vision auch zu realisieren. Gibt es einen Hebel, wo du das Gefühl hast, das ist der allerwichtigste, da setzt du auch großen Fokus drauf, weil das ist der Schritt, der vieles andere auch ermöglicht? Ja, und das ist auf jeden Fall, ich würde sagen, im Moment Richtung Finanzbildung. Es merken einfach, ich habe es auch ganz gemerkt, es gibt sehr, sehr wenige weibliche Investorinnen, gerade in Österreich. Dachraum sieht es noch ein bisschen besser aus, aber auch in Österreich gibt es noch immer zu wenige weibliche Investorinnen und da auch wirklich das auch bekannter machen, dass man schon als mit sehr wenig Geld Business Angel werden kann, schon mit sehr wenig Geld wirklich Unternehmen unterstützen kann, gerade in den ersten Monaten da wirklich mit Know-how auch mithelfen kann. Und da ist es einfach so, dass die Landscape auch immer hergibt, dass es da viel zu wenige weibliche Investorinnen gibt. Und es ist einfach so, und das verstehe ich auch, es gibt diese Ähnlichkeitsbias, dass man quasi in Leute investiert, die einem sehr ähnlich sind. Und da investieren natürlich dann Männer mehr in männlich geführte Teams und können sich auch mehr mit denen relaten. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe auch nicht mit all mit den männlichen Investoren, mit denen ich geredet habe, damals mich relaten können und einfach nicht diese Connection aufbauen können, die halt manche können, wenn sie dieselben Hobbys etc. haben und dieselben Sachen mitgemacht haben. Und dementsprechend würde ich da wirklich jeder Frau, die sich leisten kann, wirklich raten, in Richtung sich drüber nachzudenken, wenn man investiert, sein Portfolio zu diversifizieren und auch wirklich in Startups zu investieren und sich auch da gerade auf weibliche Gründerinnen zu fokussieren und auch männlichen Investoren wirklich zu raten, sich zu überlegen, wie kann ich meine Ähnlichkeitsbias quasi überkommen? Investiere ich nur in männliche Teams, weil sie mir irgendwie sympathischer sind? Ist es vielleicht was intrinsisch irgendwie bei mir drin ist? Und vielleicht dahingehend sich weiterzubilden, auszubilden, einzulesen in diese verschiedensten Biases und auch dementsprechend weiblichen oder diversen, geschlechterdiversen Teams hier auch die Chance zu geben und nochmal in so etwas zu investieren. Cool. Das bringt uns zu unserer Speedround. Wenn du jetzt auf all diese Erfahrungen der letzten Jahre zurückblickst, was ist dein größtes Learning? Hört sich so blöd an, aber es ist wirklich aufs Bauchgefühl hören. Hören, seinen Werten treu zu bleiben, wirklich zu überlegen, wo ist meine rote Linie, wo sind meine Werte und diese nicht zu überschreiten und da hart zu bleiben. Das ist ein großes Learning, das ich gemacht habe und dahingehend eben auch auf sein Bauchgefühl zu hören, auf seine Menschenkenntnisse zu hören und sich da nicht von seinem Gehirn oder Herz steuern lassen, sondern wirklich zu denken, was für ein Gefühl habe ich bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und was ist dein bester Lifehack? Sport in der Früh. Das hört sich jetzt super Startup-y, aber ich bin in der Früh ein sehr verschlafener Mensch, brauche sehr lange, um in die Gänge zu kommen. Und wenn ich Yoga, auch nur 10 Minuten Yoga, 20 Minuten Pilates, Workout etc. habe, das irgendwie reinzuquetschen,
fühlt sich tatsächlich viel produktiver an und ich komme viel schneller in die Gänge. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Buchempfehlung. Tatsächlich, ich bin eher der Romanmensch. Ich habe dahingehend keine Bu Ja, ich meine natürlich, was ich immer, was man immer empfehlen kann, Invisible Woman. Für jeden. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Invisible Woman, sich mit den Statistiken zu beschäftigen. Was ist dein Lieblingsprodukt? Mein Lieblingsprodukt? Ich glaube, mein Lastenfahrrad. Ich habe ein Lastenfahrrad von Riese und Müller. Geilstes Gerät, das es gibt. Fühlt sich an, als würde ich den Porsche der Fahrräder fahren. Lieb's. Nicht jetzt, weil es so schnell ist, es ist so gut durchdacht, es ist so perfekt user-friendly, es bringt mich von A nach B, ich kann es überall abstellen. Ich kann 100 Kilo drin transportieren, das ist einfach ein geiles, richtig geiles Produkt. So, und jetzt stell dir vor, du wachst in der Früh auf, möchtest wohin fahren und dein Lastenfahrrad, dein quasi Fahrrad Porsche wurde gestohlen. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Was zur Hölle? What the fuck wahrscheinlich? Ich würde wahrscheinlich dreimal sagen, was zur Hölle? Warum tut mir jemand so etwas an? Das ist mein Lieblings. Aber auch eines meiner Lieblingsschimpfwörter ist, ein Freund mir sagt so, Havidere, was geht da ab? Auch ein sehr gutes Schimpfwort. Sehr gut. Ein echtes Original, sehr gut. Das bringt uns zu unserer letzten Rubrik und das sind natürlich Moonshots und Predictions. Wir brauchen von dir einen Moonshot, eine große Vision für die Zukunft, frei nach JFK und eine Prediction, eine ganz nüchterne Betrachtung auf die nächsten Jahre. Ja, also mein Moonshot wäre natürlich, dass auf der Welt allgemein, aber auch in Europa angefangen, Frauen dieselben Chancen haben bei der Gründung als Männer, die Tech-Landscape in Europa, genderdiverse Teams on the win sind, on the go sind, überall zu finden sind und einfach Diversität nichts mehr ist, was man argumentieren muss, sondern einfach es jedem klar ist, dass es nicht nur von Vorteil ist, wenn man genderdivers ist, weil es ein nettes Mascherl ist, sondern auch, weil es finanziell einen Mehrwert hat für das Unternehmen als auch für unsere Gesellschaft, wenn wir überall Diversität in allen Ebenen der Gesellschaft drinnen haben. Einfach eine diverse Gesellschaft. Und deine Prediction? Meine Prediction, dass wir das sooner oder later erreichen, dass wir eine gleichberechtigte europäische Startup-Szene haben. Sehr gut. Das sind gute Schlussworte in diesem Sinne. Vielen Dank an dich, Valerie, fürs Mit dabei sein. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am Donnerstag bei einer News-Folge und wünschen euch einen super Start in die neue Woche. Dankeschön. Ciao.